uns die Cornflakes flüchten gegangen. Was denn, keine Cornflakes? Wir haben nichts mehr zum Frühstücken. Schnell, linke Motte zum Supermarkt. Sieht ja merkwürdig aus. Ist ja alles von oben bis unten verrammelt. Flex, das ist unheimelig. Hörst du das? Das kommt von da. Jetzt fällt's mir wie Schuppen aus den Haaren. Es ist Sonntag, da kann ja kein Geschäft offen haben. Die sind alle in der Church. Ein Lämpchen in meiner kleinen Denke. Wir kurven voll dahin. Für den Ritt brauchen wir 24 Stunden. Dann müsste es nach Adam und zwei Riesen Montag sein. Und alle Geschäfte haben auf. Eins muss man dir lassen. Du hast wirklich voll den Peil, du kleines Genie. Cool! Was war denn das für ein Irokese? Ich bin nicht so der Landbesteller, aber möglicherweise war es eine Kuh. Darf ich mal fragen, wo wir hier sind? Hallo! Willkommen im Markt der Zukunft. Machen Sie mit bei unserem großen Gewinnspiel und suchen Sie in den Gängen nach der Superpistole Fulgurex. Du solltest nicht so rumflöten, das geht extrem auf die Leiterbahn. Was ist das für ein Schotterfulgurex? Verstehe, so eine Art Ludertoaster. Alter, wo sind denn jetzt die Cornflakes am Start? Cool, da ist ja das Gebrösel. Die tust du dir aber nicht allein rein. Da ist die Kühle, ja, und da ist der Kuhsaft. Saft, Saft, Saft. Zuerst das Weiße in den Trog rein. Ein Festessen? Alter Lachs, war wohl doch irgendwie keine so gesunde Mischung. Hey, was ist das denn? Sieht ein bisschen aus wie der Texano 200 GLX Turbo Handrührstab. Oh je, jetzt haben Sie den Fulgurex gefunden. Vielleicht ist es auch sowas wie ein Hauknüppel. Ja. Nein! Ist auch kein Dosenöffner, ich. Gib her! Gib her! Gib her! Kollege Schnürschuh? Flex? Dein Kumpel ist denkmalisiert worden. Er ist eine Statue. Er kann dir nicht antworten. Der Fulgurex verwandelt alles, was er trifft, in eine Statue aus Stein. Ach nicht doch, ist ja die Oberkuppel. Du mach mal keinen Hänger. Hey, Kumpel, Flex! Spiel hier nicht tote Ente. Ich flehe dich an. Bitte sag was, lass mich nicht allein. So schlimm ist das auch wieder nicht. Du kannst ihn als Anker verwenden. Und du würdest eine schicke Brosche abgeben. Du musst ihn nur ins Wasser tauchen, dann ist dein Kumpel wieder so gut wie neu. Hilfe! Ich gehe unter Wasser, wer Hilfe! Mach dir nicht den Leonardo, steh einfach auf! Milli, frühstücken! Hey, können wir nochmal über ein Geschäft sprechen? Wir werden uns bestimmt einig! Zapfung! Nehmt ja die Hände von meiner Frau klar! Großstadtgesochse! Die Kuh hat so viel Humor wie ein Stück Stulle mit Brot, die Kuh. Die wird mich kreuzweise. Jetzt wird der Euter geknetet oder ich mach dich steif. Oh Mann, ihr habt nicht vielleicht Angst vor euch. Verloren. 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 Du hast gewonnen. Cooler Bumerang. Der Bräuler flattert wie eine Eins. Tada! Was für ein modischer Campingtisch. Hey, Leute! Was denn? Ich verkaufe euch diese Postkarte von meinem Großvater für den Fulgurex. Das ist ein Sammlerstück. Lass mich los! Na gut, Broschi! Lila, lecker, Knabberspaß! Flieg, Brathahn, flieg! Hey, hört mal, Jungs! Mach den Kopf zu, sonst kriegt der Onkel den Hals! Ich biete euch Michael Jacksons Nachtschuhe für das Fulgurex! Das könnt ihr doch nicht machen! Was soll das? Das erzähl ich Michael!
öffnen eine Flugschule. Irgendwie haben wir gar keine Stiezstützen. Und wir haben unsere Tanzdressesse nicht am Start. Hilfe! Da sind die Stiezstützen. Und die Dressesse. Jetzt seid ihr aber mächtig geplättet, was? Bravo, Jungs, ihr habt mir das Leben gerettet. Ihr seid wirklich die Allergrößten. Kalinka, 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 Kumbaya, mein Lord, Kumbaya. Das war aber mal ein gutes Frühstück. Ich bin gesättigt. Das Landleben ist sehr gesündig. Hey, hallo Jungs, werft doch mal einen Blick auf diese Sachen. Das könnt ihr alles haben, wenn ich den Fulgurex kriege. Wow, cool. Siehst du auch, was ich sehe? Ist deine Rollschuhe. Kinder, was ist das? Also, was ist? Sind wir uns einig? Elvis, seine Farbpuschen von alle Könige, die ihrem König. Ha, jetzt werde ich euch mal zeigen, wer hier der Boss ist. Hier gibt's schon lange keine Bäume mehr. Ich habe 30 Jahre gewartet, bis ich endlich wieder mein Netz spiele.